So, da sind wir wieder. Wir wollten aber das Training angehen. Was kannst du mir beibringen? Jo, ist okay. Ich denke total darüber nach, was du gerade gesagt hast. Ich bin voll bereit. Und ab geht der Peter. Das ist, also dieses Training ist wirklich total sinnvoll für mich. Oh, guck mal, steht mal eine andere Reihenfolge einfach. Ach, sie wird jetzt mal zufallen. Ah, okay, ich verstehe. So, oh, das ist gut. Die beiden Bogenschützen sind fantastisch, aber die werden sich wahrscheinlich die ganze Zeit zurückziehen, während wir sie angreifen. Ich würde aber dennoch ganz gerne dich dahin stellen und dich dahin stellen, so ungefähr, damit ihr so mit seine Angriffe mit vorbereiten könnt. Wir machen bereit. Ja, wir machen bereit. So heißt das. Ihr habt, oh, warte mal, ihr habt 7 Lebenspunkte jeweils. Das könnte was werden. Wie viel Willenskraft hast du denn? Du hast 8. Wie viel kannst du ausgeben? 2. Wunderbar, habe ich dich gerade befördert. Dann würde ich sagen, ach Gott, natürlich aus, das klappt noch nicht, weil ich da minus. Oh Gott, ist das furchtbar. Ich sehe gerade, ich habe einen Punkt zu wenig. Okay. Folgendes war meine Überlegung. Ich könnte sie jetzt angreifen, mit einem Schlag töten, mit 2 zusätzlichen starke Schaden. Warte mal, um 2 Feinde mit einem Angriff zu töten. Nein, Entschuldigung, mein Gedanke hat sich gerade wieder umgekehrt. Ich hatte ganz kurz, wenn ich die Spezialfähigkeit nutze, kriege ich noch einen weiteren Zug. Aber das bringt mir ja nichts, weil ich muss ja mit einem Angriff 2 Leute töten. Okay, das heißt wiederum, dass ich dich mit dem ersten Angriff nicht töten darf. Oder bekommt sie dann genauso viel Schaden? Ich weiß es nicht. Wenn ich sie jetzt töte mit einem Angriff, bekommt sie dann genauso viel Schaden? Das finden wir gleich raus. Nein, bekommt sie nicht. Sehr, sehr schade. Was hat sie gerade gesagt? Bollwerk, der zweite Blutrauschtreffer muss. Ja, okay, hat nicht geklappt. Das ist sehr, sehr schade. Okay, wenn sich jemand kurz hier noch hinbequemen würde, wäre das fantastisch. So, stell dich mal kurz dahin. Recke, die Schildmeute benachbarter Verbündete erhalten einen halben Schaden durch Angriffe. Ja. Vielleicht kann man das zweite wenigstens schon mal. Kann man ihn schon mal schützen? Das wäre schon mal nicht schlecht. Du gehst einfach dahinter und siehst gut aus. Jawohl, geh mal lieber dahinter und seh gut aus. Ich hätte ganz gerne, dass du möglichst das nächste Mal drankommst, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Weil ich kann wahrscheinlich leichter töten als ihn mal eben so nebenbei. Obwohl, du bist relativ nah dran. Nee, komm, lass das dabei. Da ihr alle gleich ausseht, ist für mich die Zugreihenfolge momentan wenig einsehbar. Ich könnte dich töten, das ist richtig. Ich könnte ihn aber auch einfach vorbereiten. Aha. Ich gehe mal kurz zu dir und bereite dich schon mal ein bisschen vor. Kann nicht schaden. Bisschen Rüstung weg. Da ich nur ein Ziel hast, kriegt er mehr Schaden. Das ist gar nicht mal verkehrt. So, du könntest sie töten. Das bringt aber jetzt nicht so richtig viel. Du könntest aber auch ihn weiter vorbereiten. Aha. Oder du könntest wiederum Recken spielen, in der Hoffnung, dass er mal angegriffen wird und du einen Angriff ablenken kannst. Leider bist du aber angegriffen. Dumm gelaufen. Okay, gut. In dem Fall, greif ihn doch einfach mal an. Keine Ahnung, ob das nützlich sein wird. Okay, du hast jetzt mehr Rüstung verloren. Das ist interessant. Bisschen Schaden. Das ist in Ordnung. Das ist nicht so geil. So. Ah, das ist dumm. Ihr steht zu weit voneinander entfernt, dass ich einen sinnvollen Angriff führen könnte und 2 Leute gleichzeitig töten könnte. Sehr, sehr ärgerlich. Warte mal. Nee, ich höre jetzt auf, damit dir weitere. Möchte ich dir Stärkeschaden zufügen? Warte mal, wenn ich dir Schildschaden zufügen. Nee, ich gebe dir mal mehr Stärkeschaden erstmal. 2 muss reichen. Oder 4 muss reichen. Okay, Valka, das klappt richtig gut. Und was sieht da hinten? Bollwerk, du musst dein erstes Ziel. Ja, beim ersten mit einem Streich treffen. Ja, okay. Ah, benutze Recke, meine Verwundeten vor Angriff zu schützen. Habe ich schon mal geschafft. Okay, gut. So. Hier hätte ich gerne deine Rüstung ein bisschen perforiert. Okay. Warte mal. Es bleibt nicht so viel übrig. Wir können nicht so viele Leute gleichzeitig töten. Also sie wird wahrscheinlich nicht rankommen. Dann müssen wir versuchen, ihn irgendwie klar zu machen dafür, was ich.
wovon ich nicht irgendwie ausgehe, dass es gut klappen wird. Wir müssen versuchen, die beiden mit einem Schlag zu treffen. Das glaube ich aber nicht, dass es funktionieren wird. Aber wenn es jetzt nicht funktioniert, werde ich es erstmal sein lassen, glaube ich. Obwohl, einmal werde ich es mal probieren danach. Aber ich sehe gerade, das wird erstmal nicht funktionieren. Nicht in der Konstellation, die wir gerade stehen. Wir müssen zwei relativ schwache Gegner nebeneinander stehen haben. Das wäre super. Blutrausch, Schrecke habe ich geschafft. Okay, das war der einfache Teil. Wir müssten möglichst zwei Bogenschützen nebeneinander stehen haben. Wenn wir zwei Wahl haben, haben wir eigentlich mehr oder weniger verloren. Einmal werde ich es noch probieren. Und dann lasse ich es erstmal sein. So, Training, ja genau, ich will, was kannst du dir beibringen? Alle guten Dinge sind wie immer drei und beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, auch beim dritten Mal es geschafft. Mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. So, wir haben diverse Bogenschützen da relativ weit vorne. Okay, der Kleine ist hier. Wir werden es eher auf die Seite konzentrieren, offenbar. Kann ich die Reihenfolge ändern? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich würde dich ganz gerne hier haben. Dich dann dort und dich dort. So, genau. Du kommst nämlich schon mal hier ran. Und kannst dich schon ein bisschen anwärmen, sag ich mal. Oder töten. Das geht natürlich auch. Nicht so, wie ich es wollte. Überhaupt nicht so, wie ich es wollte. Dumm gelaufen, sag ich mal. Okay. Dann müssen wir gucken, ob wir euch drei vorbereiten. Müssen wir schon ein bisschen. Vorwärts denken. Obwohl, wir setzen mal auf dich. Nee, wenn ich auf dich Recke einsetze, ich gehe davon aus, dass du die ganze Zeit angegriffen wirst. Also die Walke angegriffen wird. Das heißt, ich drücke Escape. Mache einen Angriff. Und versuche dir schon ein bisschen Rüstung zu klauen. Für gleich. Okay, du kannst schon mal ihn vorbereiten. Wir wissen nicht, was passiert. Deswegen versuchen wir erstmal die ganze Reihe vorzubereiten für einen ordentlichen Tod. So, du brauchst auf jeden Fall weniger Rüstung. So viel Rüstung steht dir nicht. Du greifst die Walker an, natürlich. Okay, wenn du jetzt hier angreifst. Ja, anders wird es kaum gehen. Geh mal kurz dahin, bitte. Greif mal eben den Typen hier an. Genau, und hoff, dass du die Dame triffst. Wunderbar! Jetzt werden wir versuchen, ihn mit vorzubereiten. Warte mal. Du hast 9 Rüstung. 9 Rüstung ist mir zwar zu viel. Setz uns aber auf 6 Rüstung zurück. Sehr schön. Ich hoffe, du überlebst den Kampf übrigens, liebe Valka. Denn wenn er jetzt gleich hier einfällt, könnten wir es schaffen, dass er, also dass wir ihn angreifen und er mit erledigt wird. Das wäre super. Dafür müssten wir ihn immer ein bisschen weghauen hier. So. Okay, du wirst nicht rankommen. Vielleicht wirst auch du getötet. Mal schauen. So. Wir gehen dahin. Du könntest ihn töten und sie hoffentlich auch. Bitte, bitte greif dann sie an. Das wäre super. Andere Möglichkeiten gibt es auch sowieso kaum. So, Angriff. Auf ihn. Mit einem Sternchen. Das müsste. Oder mach gleich mit 2 Sternchen für den Fall das. Der ist tot. Sie ist tot. Ich habe den Erster geschafft. Ich muss jetzt nur noch versuchen, mit der Schildmaid irgendwen, also ihn wahrscheinlich, vor einem Angriff zu schützen. Sehr, sehr schön. So, geh dahin. Geh am besten gleich hier hin, dann wirst du nämlich gleich nicht angegriffen. Und ich schütze alle vor Angriffen. So, was ein Verbündeter wird durch Volkers Recke geschützt. Absorbiert und wir haben die Übung geschafft beim dritten Versuch. Immerhin. Erfolg. Ich habe den Blutrausch geschafft und Recke habe ich erschafft. Es ist ganz schön schwer, den Bollwerk im Kampf zu steuern. Du musst immer aufpassen, wen er angreifen könnte. Der zweite Angriff ist gefährlich. Plus 14 Ansehen ist ziemlich geil. Überlege ich mir gerade, ob ich direkt das in eine Beförderung stecke. Wäre eigentlich nur logisch. Und ich glaube, das mache ich noch gleich direkt mal. Heroes. Wie wollte ich noch befördern? Wollte ich Bollwerk noch befördern? Bollwerk? Ja, komm. Bollwerk ist der Hauptcharakter bei hier. Der muss einmal befördert werden. Wähle eine zweite Fähigkeit. Ja. Oh, Bärenzorn. Achso, ich kann eine zweite. Oh. Ich wähle offenbar Bärenzorn. Gut. Der Berserker bringt sich in Rage und verängstigt benachbarte Feinde und lässt sie panisch fliehen. Betroffene Feinde sind derart verängstigt, dass ihre Verteidigung für einen Zug verringert ist. Der Berserker kontert zudem alle Feinde, die mutig genug sind, ihn anzugreifen. Das ist ja mal geil. Ich kann offenbar nichts anderes wählen, dann wähle ich wohl diese Fähigkeit. Bestätigen. Okay. Ist mein. Bist du jetzt Stufe 2 geworden? Natürliche Auslese ist
Natürlich aus dieses Stufe 3 mittlerweile. Okay. Ich verstehe. Bärenzorn und Blutrausch kommt später vielleicht. Okay. Gut. Ich kann 2 Punkte ausgeben. Du könntest mehr Rüstung haben, mehr Schaden. Ich möchte ganz ehrlich, dass du viel mehr Rüstungsschaden machen kannst. Gib mir nämlich tierisch auf den Sack, dass du nur so wenig Rüstungsschaden machen kannst. Du machst allgemein auch nicht wahnsinnig viel Schaden, mal davon abgesehen. Mach mehr Schaden. Du bist ja für mich der Damage-Dealer für mich. Ja, für mich, für mich, für mich. Ich hab das schon noch befördern. Achso, ich kann dich nochmal befördern. Ah, ich verstehe. Ah, ich habe nicht genügend Punkte dafür. 15 bräuchte ich dafür. Okay, kann ich noch jemanden befördern? Mogun, Sigbjorn könnte ich. Volker. Ecki habe ich gerade erst befördert. Krummr. Krummr bräuchte mehr Rüstung, ist das richtig? Ja, was bist du gerade? Stufe 4 Kriegskommandant. Ich bräuchte 9 Punkte. Komm, ab geht der Peter. Bestätigen. Wo habe ich mir diesen dummen Spruch ausgedacht eigentlich? Abgeguckt. Du brauchst mehr Rüstung in jedem Fall. Weil du für mich auch so ein bisschen der Tank sein sollst. Obwohl für mich hier gerade keiner so richtig der Tank ist. Auch Bollwerk, das Bollwerk ist kein wirklicher Tank. Obwohl er maximal 14 Rüstung haben könnte. Egal. Alle drei Dinger sind vergeben. Alle drei Gegenstände, die ich momentan habe. Ich könnte rasten, brauche ich aber nicht. Habe ich mir so wahnsinnig viele Vorräte. Wir brechen einfach auf. Es ist genug Zeit ins Land gestrichen mit dem Training. Und wir gehen weiter. Dort ist eh schon wieder was Neues. Einige unserer Helden sind verletzt und sie müssen sich im Lager ausruhen. Um dich schreien zu hören. Eine Rauschstimme dringt in dein Ohr, gefolgt von... Gelächter einiger anderer. Dein plötzlicher Halt alarmiert Volker und signalisiert den Raben auszuschwärmen und die Waffe zu ziehen. Untersuchen. Hinter dem nächsten Anstieg haben 10 hagere Kämpfer und ein paar Wale, ein halbes Dutzend Bauern und einen zerbrochenen Wagen umzingelt. Eine Frau sieht dich und ruft, helft uns! Aber ein Schlag in ihrem Magen lässt sie in den Schnee sinken. Die Kämpfer drehen sich zum Kampf bereit zu dir um. Gebt uns einmal, was im Wagen ist. Und nun kommt Angriff. Bisschen Übung kann nicht schaden. Das Selbstvertrauen des Mannes schmilzt wie Schnee in der Sonne bei deinem Angriff und er und seine Männer geben Fersengeld. Du verfolgst sie für einen kurzen Moment, kehrst dann aber wieder zum Wagen und zu den Bauern zurück. Danke, sagt die Frau, die geschlagen wurde. Ich bin Sefa. Ich weiß, ihr wollt uns nicht bei euch haben, aber wenn ihr nach Bindal wollt, dann folgen wir eurer Spur. Gut, aber eure Heilnahrung gehört uns. Ja. Bezahlung für eure Rettung, sagst du. Bezahlung für eure Rettung, sagst du. Die Frau nickt, aber zu deiner großen Überraschung ist der Wagen fast leer. Wir halten Abstand, sagt Sefa. Aber wir sind hinter dir. Du grunzt und gehst. Wow, ist ein Vorrat. Gut. Hat sich also nicht wirklich gelohnt. Und wir sind offenbar in Bindal angekommen gleich. Einige Kundschafter der Raben ziehen los, um die Zelte voraus näher in Augenschein zu nehmen. Flüchtlinge aus Ongstal meldet einer bei der Rückkehr. Sie haben ein ansehnliches Lager und scheinen gut organisiert zu sein. Sie wissen, dass wir hier sind, fügt der Kundschafter hinzu. Es ist sinnlos, ihnen auszuweichen. Du übernimmst die Führung und näherst dich den Flüchtlingen. Ein vermummter Mann mit einem roten Speer grüßt dich. Buck, okay. Mein Name ist Buck und das ist Loffen. Du bist Bollwerk von den Raben und das ist dein Weib? Die Frage verwirrt dich genauso sehr wie die Tatsache, dass der Mann allein vor dir steht. Wo ist Loffen? Ich nehme an, er meint sein Speer. Wahl haben keine Weiber. Genau. Der Mann blickt plötzlich irgendwie in die Ferne. Das ist schade. Mit deiner Frau an deiner Seite würdest du zu wahrer Größe aufsteigen. Nun, er war noch nie ein Mann. Manchmal ein Bär, aber meistens ein Wal. Und ich bin Volker. Schön, dich kennenzulernen, Volker. Ich komme sogleich zum Punkt. Ich führe diese große Gruppe ausgebildeter Kämpfer und Händler aus Ormsdal an. Wir suchen ein neues Zuhause. Wir haben unser Bestes gegeben, um da draußen zu überleben, aber sie verlieren langsam ihren Glauben an mich. Wir sollen deinen Führungsanspruch wiederherstellen? Nein, ich will, dass du übernimmst. Führe uns an einen Ort, an dem wir leben können. Lofen und ich sind nicht dafür geschaffen, andere am Leben zu halten. Kein Interesse. Was bekomme ich dafür? Wir sind unterwegs nach Bindal, wir werden euch dorthin bringen. Ja, was bekomme ich dafür? Ich bin ein Söldner. Wir werden euch erstmal nicht töten. Okay, gut, du bist mutig. Buck lächelt, aber es ist keine Freude in seinen Augen zu erkennen. Wir teilen unsere gemeinsamen Vorräte mit euch und kämpfen an eurer Seite, wenn es erforderlich ist. Er hält inne und berät sich mit seinem Speer. Okay, du redest mit deiner Waffe, das ist ein bisschen irre, aber gut. Lofen schmiert dir Honig ums Maul. Wir werden allen sagen, wie großartig die Raben sind. Dafür habe ich keine Zeit. Ach komm, wir nehmen euch mit bis Bindal. Buck küsst den Stahl seines Speers und lächelt. Ich danke dir. Oh, Lofen dankt dir natürlich auch. Plus 83 Klammlieder, interessant.
Und plus 80 Kämpfer, das ist nicht verkehrt. Und plus 24 Vorräte, das ist natürlich ganz hervorragend. Drei davon gingen gleich mal weg. Die Moral ist wieder gefallen, weil drei Vorräte natürlich wieder weggefallen sind. Der unaufhaltliche Schneefall zerrt an den Kräften der Menschen und sie haben große Schwierigkeiten, deinen mächtigen Fußstapfen zu folgen. In Wahrheit ist durch die äußeren Bedingungen kaum zu erkennen, wo du überhaupt hingehst. Und es ist verdammt kalt. Bäume, dort drüben, ächzt Volker und winkt mit ihrem Speer. Das Gestrüpp fängt etwas an den Wind ab. Aber für dich ist es sehr hinderlich. Da du keine andere Wahl hast, gräbst du dich in den Schnee ein und wickelst dich in dein Bärenfell. Oh, eine Sequenz. Someone pulling in the energy. Painful. Werk. Wach auf, du verdammter Bär. Du wurdest ausgeraubt. Du brüllst und schüttest den Schnee von dir ab. Der merkwürdige Traum geistert noch immer durch deinen Verstand. Buck zeigt mit seinem Speer Lufen nach Osten. Diese Klammglieder, die du gerettet hast, sie haben unsere Wachen getötet und alles mitgenommen. Ernsthaft? Minus 5 Kämpfer. Minus 13 Vorräte. Volker ist ein Sekundenbruchteil deiner Seite. Der Speerträger folgt euch. Du folgst der Schneespur der gestohlenen Vorräte und rennst direkt in den Hinterhalt der Banditen, die Klammglieder damals überfallen hatten. Sefa dreht sich um und grinst. Von den Raben klauen, ihr müsst euch nach dem Tode sehen. Und wir können offenbar nichts machen. Die normale Moral der Karawane hat in der Schlacht keine Auswirkungen auf die Willenskraft deiner Helden. Sorge für genug Vorräte und Raste im Lager, um die Moral zu verbessern. Am besten sagt ihr mir das jedes Mal, das ist ganz fantastisch. Ich bin zu zweit, ist das korrekt? Ne, zu dritt. Viert. Fünft. Naja. Ja, komm. Setzen wir mal gleich ein Zeichen. Okay, irgendwo hier ist dann offenbar ein Pfeil niedergegangen, den wir am besten nicht angehen sollten. Also den wir am besten nicht berühren sollten, ansonsten kriegen wir ordentlich Schaden. So, ich greife dich gleich mal an. Wollte eigentlich noch einen Willenskraftpunkt mit drauf geben, aber gut. Achso, ich bin dran. Buck ist dran. Buck, was machst du denn? Und wo bist du überhaupt? Hier ist Buck. Buck sieht aus wie jeder andere hier, leider. Buck ist, Ermutigung. Eine Tötung bringt dem Speerträger und benachbarten Verbündeten einen Willenspunkt. Schön. Schweinespieß, 20% auf kritischen benachbarte Schweinespieß. 20% auf kritischen Treffer offenbar. Benachbarte Verbündete erhöhen den Prozentwert. Ja, dann gehen wir noch mal kurz hier hin. Du bist ja... Ich glaube, ich kann ja schräg angreifen. Und probier's mal mit Schweinespieß, mit kritischen Treffer. Kritischer Treffer, wunderbar! Okay. Wir könnten ihn jetzt töten, aber das ist eher Quark. Wir könnten ihr helfen, aber sie ist eh schon so gut wie tot. Da könnten wir mit ihm zusammenstoßen. Er muss versuchen, sich irgendwie hier durchzuschlagen. Okay, du bist tot und du bist wahrscheinlich auch schon tot. Müssen wir also gucken, wie wir es irgendwie hinkriegen. Ach, verdammt. Der komische Pfeilschuss von ihr. So, du kannst ihr schon ein bisschen Schaden zufügen. Das ist ganz gut. Keine Fähigkeit, okay. Dann mach wenigstens wirklich möglichst viel Schaden, damit sie möglichst wenig Schaden machen kann mit ihrer Stärke. Er flieht. Ach Gott, du machst natürlich deine Spezialfähigkeit gleich noch. So viel Spaß muss sein, natürlich. So, kannst du sie noch töten? Bitte, 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 bitte. 50-50 Chance. Dumm. Sie muss die Rüstung zerstören, damit sie nicht abgewehrt wird. Ja, toll. Okay, du bist wahrscheinlich auch schon des Todes. Okay, ja gut, dann töten wir erstmal dich, um die Stimmung zu heben. Ob wir den Kampf überleben, das sehe ich aber noch nicht so ganz, muss ich sagen. So, jetzt können wir dich angreifen. Erstmal auf deine Rüstung, die nervt sowieso. Alle viel zu viel Rüstung. Okay. Na, nicht zu beenden, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Schweinespieß probiere ich gleich nochmal. Hat nicht funktioniert. Schade. So, die Bogenschützin ist tot, das war erwartbar. Ich werfe gleich mehr rein und... Komm, werde dich erstmal töten.
Am Frosch am Hals. Ärgerlich. Ah, ein Punkt wurde absorbiert. Wow. Trotzdem ist meine Rüstung schon mal praktisch weg. So, ich könnte dich gut angreifen. Das mache ich auch gleich mal. Mit möglichst viel Schaden natürlich. Ja, hab beide Angriffe auf dich gelenkt. Wundervoll. Gut, die Bogenschütze wird immer ordentlich nerven, glaube ich. So wie du bereits nervst. Au. Okay, okay, okay. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Nee, komm, machen wir es mal dich klein. Warum nicht? Na, ich muss nicht ganz so viel sinnlos Trefferpunkte, Willenskraftpunkte vergeuden. 3 reicht erstmal. Maika hat schon nicht mehr so viel Rüstung, leider. Oh, du bist doch am Leben. Sehr gut sogar. Ganz ehrlich, greif sie doch ruhig mal an. Sehr schön. Sie hat nämlich ganz schön viel stark, kann ordentlich Schaden machen. Ich befürchte, dass Weigar diesen Kampf nicht so richtig überstehen wird. Du bist fast tot und du bist noch nicht tot genug. Nicht mal ansatzweise. Oh, das war sehr schön. Erst mal Rüstung weg, schön weggehauen und dann mal richtig schön mit der zweiten Axt reingepfeffert. Der kann schon ordentlich Schaden machen, wenn er das will. Ich könnte dich töten. Machen wir es einfach mal. Ohne große Umschweife, weil du machst mit deiner Spezialfähigkeit mir viel zu viel Schaden. Genau. Du könntest ihn jetzt töten. Wird gemacht. Ich sollte eigentlich eher ihn töten, weil er als nächstes dran war, aber egal. So. Wir kommen jetzt nochmal zu dir. Und hauen schon mal deine Rüstung runter. Wir werden es brauchen können irgendwann. Und wir werden den Kampf tatsächlich relativ gut überstehen, erstaunlicherweise. Außer Valka natürlich. Okay. Gute Dame. Das war's für dich. Und es ist nur einer da mit 2 Stärke. Das ist aber kein Problem. 20%. Oh, das ist ein Problem. Dann, Rüstung weg. Und du bist dran. Wunderbar. Buck hat sich gleich mal bezahlt gemacht. Der ist gar nicht mal so schlecht mit seinem Pieks-Sperrchen. Sieg. Buck kann befördert werden. 8 Ansehen, besser als nichts. Reicht schon wieder fast für eine Beförderung. Reicht, glaube ich, schon für eine Beförderung bei die einen oder anderen. Und wir sind mal wieder im Wahlgang gekommen. Sefa ist schwer verletzt und sie kauert im Schnee. Du nickst Volker zu und erledigst rasch den Bogenschützen und die beiden und... Was? Sefa ist schwer verletzt und sie kauert im Schnee. Du nickst Volker zu und sie erledigt rasch den Bogenschützen der Banditen. Achso, okay. Das bringt es euch, wenn man anderen hilft, brüllst du. Schnappt euch die Vorräte und bringt sie wieder ins Lager, rufst du den Rahmen zu und legst dir 2 Fässer auf die Schultern. Plus 10 Ansehen. Okay. Wie sieht es mit unserer Verletzung gerade aus? Volker ist offenbar doch nicht mehr verletzt. Das ist ja interessant. Obwohl sie gerade verletzt wurde. Ich würde ganz gerne Buck mit reinnehmen. Ach, Buck ist bereits mit drin. Das ist ja wunderbar. Das halte ich für eine gute Idee. Obwohl, ich möchte mehr Wahl drin haben auf jeden Fall. Auch wenn du verletzt bist, du wirst bald wieder nicht mehr verletzt sein. Ich werde die Speerträger... Warte, lass uns die Speerträger vielleicht mal zum Schluss mit reinnehmen, weil, ihr könnt immer noch in Lücken pieken, das ist ganz gut. Wo ist Buck? Da ist Buck. Und dann würde ich ganz gerne noch den Olli mit reinnehmen. Der hat immer eine Fernkampffähigkeit, das hat nämlich der Rest nicht. Wo Olli? Oder Ekiel? Oder Mogun? Am Mogun habe ich die ganze Zeit schon mal gehabt. Ekiel habe ich ja wiederum gerade... Komm. Komm, bleib erstmal bei der Mannschaft, ohne es groß zu diskutieren. Ich habe 20 Ansehen. Kann ich wieder jemanden befördern? Stufe 6, Stufe 5, Volker. Ich würde gerne Buck befördern. Wertetalente erhöhen. Würde ich sehr gerne machen. Ja, ich bestätige das. So, wie sieht's denn aus? Du hast nicht viel Rüstung, du hast mäßig Stärke, aber die würde ich ganz gerne erhöhen, ehrlich gesagt. Du kannst nicht wahnsinnig viel Schildschaden machen. Mach das trotzdem mal. Und mit 1 Stärke mehr. Kannst aber in 2 Schildschaden machen. Ist nicht verkehrt. Ich bestätige das Ganze und würde sagen, dass ich mal ganz kurz aufbreche, ein neues Lager gleich wieder aufschlage. Zack. Und die Möglichkeit damit nutze,
zu speichern. Also damit habe ich es wahrscheinlich sogar gespeichert. Ganz wunderbar nach der Beförderung. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, was für mich morgen ist, für euch wahrscheinlich gleich. Bis denn dann.